Herzlich willkommen bei Papiergeschichten. Heute gibt es mal kein Bastelvideo von mir im herkömmlichen Sinn, sondern es gibt ein zweigeteiltes Video. Und zwar im ersten Teil wird es um Ordnung in der Speisekammer gehen mit Stampin' Up. Und im zweiten Teil kommen Gartenfreunde auf ihre Kosten, denn da zeige ich euch, wie man einen Pflanzenschutz basteln kann, der schneckensicher ist. Also der die Schnecken geschützt, wollte ich gerade sagen. Der die Pflanzen schützt vor den Schnecken. Und was auch wirklich funktioniert, weil bei mir, ich habe es im Garten und es funktioniert wirklich. Und ja, also wer keine Lust auf Ordnung hat oder auch nicht wissen möchte, wie man schneckensicher gärtnert, der schaltet jetzt besser ab und freut sich auf nächste Woche. Da gibt es dann wieder ein normales Bastelvideo. Und allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß. So, ihr Lieben, hier schaut es jetzt wirklich chaotisch aus. Bei mir ist eine größere Lieferung an Einkochgläsern eingetroffen und dann habe ich meistens das Problem, dass ich in der Speis alles neu sortieren muss und bisher war es halt immer so, dass ich Etiketten drunter geklebt habe, wo jetzt halt was steht, dass ich das wiederfinde und das Problem ist halt, dass ich die Etiketten, wenn ich halt wieder umräume, ganz schwer abbekommen habe und ich zeige euch das jetzt mal. So, das ist sie, meine Speis. Und zwar, ja, wie ihr seht, habe ich jetzt hier einfach mit so einem Kreppband die alten Etiketten überklebt, weil das ein Wahnsinnsaufwand ist, die abzukriegen und ich dazu jetzt einfach nicht die Zeit hatte. Und habe mir gedacht, es muss doch da mit Stampin' Up eine Lösung geben. Und zwar habe ich jetzt einfach diese Schildchen ausgestanzt, Magnete hinten drauf und ich kann jetzt so oft umräumen, wie ich will und die Dinger sind immer am perfekten Ort. Und ich fand das so eine tolle Idee. Das habe ich gesehen bei der lieben Gesa auf dem Kanal Natürlich selbst gemacht. Es ist ein wirklich ganz toller Kanal. Die Gesa macht ganz viel ein, also sie pflanzt selber an, wie ich auch, und kocht dann alles Mögliche ein. Und ich finde den Kanal sehr inspirierend. Werde ihn euch auch verlinken in der Infobox. Ja, und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das jetzt erstmal, weil ich das so super finde, dass man das, ja, ist ja eigentlich eh ganz leicht, ne? Aber auf die Idee muss man kommen. Danke, Gesa. Idee für den Kampf gegen die Schnecken ist jetzt nicht diese Dose, aber sie hat damit zu tun. Und zwar werde ich an dieser Dose ein Kupferband anbringen. Dieses Kupferband habe ich mir vor Jahren mal bestellt, als ich, da gab es immer diese beleuchteten Karten und ich wollte es so gerne mal ausprobieren. Da habe ich mir das Band bestellt und es lag jetzt ewig im Schrank. Ich habe nicht eine Karte gemacht bisher. Aber mir ist das Band halt wieder eingefallen, weil das ja gegen Schnecken schützen soll. Also Kupfer. Und deshalb habe ich mir gedacht, das muss doch irgendwie funktionieren. Ich werde das jetzt einfach ausprobieren. Und habe das dann gemacht, habe das um Dosen gewickelt und es hat wirklich funktioniert. Also hier, das ist jetzt eine Riesendose, die ist von einer Freundin von mir, die hat ein Wirtshaus. Aber es funktionieren auch zum Beispiel Dosen von Kidneybohnen oder sowas in der Größenordnung, weil es ja meistens schon reicht, wenn, es geht ja nur um das Anfangsstadium. Ja, wenn die Pflanze hinterher groß ist, man kann das dann eh wieder abziehen, dann ist sie eigentlich geschützt. Also ich habe jetzt zum Beispiel großen Kohl im Garten, da habe ich nichts mehr drum. Der braucht auch nichts mehr. Aber gerade so, wenn man was gesetzt hat, dann ist es doch immer gefährlich, dass die Schnecken kommen über Nacht und alles weg ist. Deshalb habe ich mir gedacht, ich zeige euch das, weil es halt wirklich funktioniert. Und ich werde da jetzt einfach so einen 5 cm breiten Streifen mit dem Band drum wickeln und dann sehen wir uns wieder. So schaut das jetzt bei mir aus. Das funktioniert eine Zeit lang. Mein Freund ist Elektriker und hat gesagt, jedes Kupferband läuft an. Und er bringt mir jetzt dann noch ein Spray mit, das nennt sich Multispray. Kriegt man anscheinend aber auch in jedem Baumarkt. Ich werde euch das dann, sobald ich es habe, verlinken. Und dann noch so ein Schleifpad. Also anscheinend wird das
das Band leicht angeschliffen, dann kommt dieses Spray darüber und dann ist es so versiegelt, dass das Kupfer halt nicht mehr anläuft. Oder man macht sich halt in jedem, also ich denke schon, dass es eine Saison aushält. Bei mir ist jetzt noch nichts angelaufen, deswegen denke ich, dass das vielleicht für ein Jahr funktioniert und dann eventuell anläuft. Oder man macht dann einfach eine zweite Schicht von dem Kupferband drum. Das könnt ihr euch ja überlegen. Aber probiert es unbedingt mal aus, weil mich hat das total begeistert. Man braucht es ja wirklich nur am Anfang und wenn die Pflanzen größer sind, dann tut man es weg und kann es für neue Setzlinge verwenden. Jo, ihr Lieben, das war es jetzt auch schon und ich hoffe, euch hat mein zweigeteiltes Video gefallen, dass für jeden was dabei war. In der nächsten Woche gibt es dann wieder herkömmliches Bastelvideo und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und Schnecken beobachten, ob sie da drüber gehen oder nicht. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Bis dann, eure Tanja.